Wir befinden uns heute im neuen Verwaltungsgebäude der Nachbarschaftskooperation von Schorditzer. Also in diesem Gebäude sind wir am 26. Oktober eingezogen. Wir machten eine schlichte Einweihungsfeier, wo wir einfach das Band geöffnet haben, wo wir kurz Erklärungen gegeben haben und mit einem Weihegebet diesem Gebäude dieser Arbeit übergeben wurde. So, wir sind sehr zufrieden, dass wir dieses heute hier haben. Und ich denke, das ist auch ein Schritt in der Formalisierung dieser Arbeit, dieser Nachbarschaftsarbeit, die Schorditzer in der Gegend hier im Chaco macht. Wieso wurde dieses neue Gebäude gebaut? Schon seit etlichen Jahren haben wir darüber beraten, dass es an der Zeit wäre, dass die Nachbarschaftsarbeit, Nachbarschaftskooperation ihr eigenes Gebäude habe. Und weil man da auch immer mehr Raum braucht für Versammlungen, für die ganzen Arbeiten, die erledigt werden, so aus dem Grund hat man dann Pläne gemacht und diese dann auch durchgeführt. So, das ist der Grund und außerdem wissen ja wir auch immer, wir arbeiten mit verschiedenen Siedlungen zusammen, wir brauchen Raum für Versammlungen, für Sitzungen, für die ganze Arbeit der Buchführung in den Siedlungen. So, aus dem Grund haben wir heute dieses gebaut, haben wir dieses eigene Gebäude hier erstellt und heutigen Tag befinden wir uns hier. Können Sie uns ein bisschen erklären, was für Projekte oder Arbeiten ihr durchführt? So wie sehr viele schon wissen, wir arbeiten heutigen Tags auf 4 Indianersiedlungen und auf diesen Indianersiedlungen ist uns dieses Kooperationsabkommen von großer Wichtigkeit. Wir sind jetzt gerade in dem Moment oder in der Zeit, wo wir diese Abkommen durcharbeiten auf der Siedlung, mit dem Verwaltungsrat auf der Siedlung und diese werden dann von Neuem unterschrieben. Also das ist ein Abkommen zwischen der Siedlung und der Assoziation Zivil Schorditzer, wo man einfach festlegt, wie wir oder wie man zusammenarbeiten will für das kommende Jahr. In dieser Zeit befinden wir uns jetzt und zudem arbeiten wir noch mit 3 beziehungsweise 4 Kleinkooperativen zusammen. Auch auf diesen haben wir gewisse Abkommen. Mit einer Kooperative funktioniert oder existiert schon ein öffentliches oder ein fertiges Abkommen und mit den anderen Kooperativen wird man dieses jetzt in der nächsten Zeit auch erstellen. So, auch da sind wir danach darum bestrebt, die Arbeit einfach zu formalisieren, sodass an jeder oder beide Seiten besser gesagt weiß, worum es geht, was jeder zu tun hat in dieser ganzen Arbeit. So können wir das einfach auch besser koordinieren und die Ressourcen, die wir dann haben, besser einsetzen. Wir führen normalerweise oder der größte Teil unseres Kostenvoranschlages sind nicht Projekte, die wir auf den Siedlungen durchführen, sei es jetzt irgendein Bauten und so weiter, sondern wir legen viel Gewicht auf die Beratung. Also dass Personen in den verschiedenen Bereichen auf der Siedlung sind, dass die da ständig sind, nicht nur für eine gewisse Zeit, sondern einfach die Siedlung in dem Bereich begleiten und dabei sein, einfach mitgehen und zusammen die Ressourcen, die man hat, versuchen so einzusetzen, dass man daraus dann auch Resultate erzielen kann. Also wir sind strikt dagegen, dass wir einfach nur schenken gehen oder irgendwo ein Projekt hinbauen und dann wieder die Siedlung verlassen. Das sehen wir immer wieder, das bringt nichts, das bringt nur Denkmäler, die wir schon zu Genüge haben auf verschiedenen Siedlungen. So, unser Ziel ist, mit dieser ganzen Arbeit die Siedlung oder die Kleinkooperative zu begleiten, dass da eine nachhaltige Entwicklung stattfinden kann.